Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir machen weiter im Wald der Kroggis. Mit Missionchen. Und was ist hier? Hinweis von Markus. Dieser Baum ist etwas Besonderes. Ich habe es so eingerichtet, dass wenn man den Wald verlässt, wenn man in seinen Mund steigt... Okay. Cool. Also man kann den Wald verlassen hier. Aber sag mal, wo ist denn die Mission jetzt? Piep. Muss es noch irgendwo eine Mission geben, weil hier ist eine Laterne. Oder das funktioniert nicht. Wir probieren es einfach mal. Vielleicht kommen wir auch gar komplett woanders aus. Oder vielleicht müssen wir tatsächlich mal den Originalweg gehen. Und hier wird mal eine Schatzkiste angezeigt. Let's go. Ist das der richtige Weg? Das ist der falsche Weg. Ich will aber in den Wald rein. Mal gucken, ob das funktioniert. Ob man jetzt hier lang darf. Es ist nicht mehr wie früher. Wir werden nicht wegteleportiert. Frage ist nur, wie man auf der Spur blieb. Nein! Nein! Wir sind schon gar nicht so schlecht gewesen. Eigentlich müsste man hier eine blaue Fackel haben, mit der man den Weg finden kann. Ich meine, der Weg war hier schon gar nicht so schlecht. Von oben sehe ich auch nichts. Ja, Minero ist zu langsam. Ich kann nicht auf Minero reiten. Aber man kann hier auf jeden Fall jetzt rein. Das ging vorher nämlich nicht. Aber hier rein bringt auch nichts, ne? Nee. Eigentlich bräuchte man hier halt wirklich eine Fackel. Ich mach mal Feuer. Eigentlich ist das schon der richtige Weg hier. Oder das da. Eigentlich ist das hier der richtige Weg. Okay, wir mussten einfach nur durchlaufen. Okay. Jetzt wird's schwierig. Ich meine auch wieder weiter geradeaus.
Also ich weiß nicht, wie man hier rauskommt aus diesem Wald. Oder rein, besser gesagt, den Originalweg. Aber... hier muss man einfach nur durchlaufen. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Vielleicht dahin? Da ist irgendwo eine Schatzkiste. Ja. Okay. Wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt was hier abbiegen, würde ich sagen. Nein! War nicht geradeaus. Okay, mies, 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 mies. Ich weiß, das ist... also hier ist diese Schlucht, wo man rein muss. Da, und dann kommt man nämlich schon zum Dekudorf. Dekudorf vor allem. Aber hier ist es schwierig. Hier ist ein Schleichling. Okay. Das muss ja was bedeuten. Kann ich hier in den Baum rein? Wir schaffen das. Kriegen das hin? Ich weiß zwar nicht, ob wir das müssen, aber ich würde das gerne mal schaffen. Ohne Hilfe wirklich durch den Krogwald, weil ich habe echt keinen Plan, was ich eigentlich tue. Ich wollte eigentlich die nächste Mission machen, aber... nein. Nein, 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 nein. Oh, Glück gehabt. Boah, habe ich nochmal Glück gehabt. Also dadurch dürfen wir nicht. Das hätte ich nämlich jetzt vermutet. Dass wir hier so rum müssen. Und dann da rein. Aber der sagt hier nein. Relativ eindeutig. Hier lang vielleicht. Ja, sieht nicht schlecht aus. Okay. Nein! Gott. Ich wette, wir müssen da durch. Das ist immer super knapp, ne?
Also hier sind wir auf jeden Fall richtig gewesen. Wait. Nicht so ultra bad. Hier ist ein Fuchs. Da ist ein Schleichling. Okay, hier sind wir schon mal richtig. Wahrscheinlich geradeaus. Bisher läuft alles sehr gut. Hier kommt jetzt wahrscheinlich Nebel. Noch nicht. Noch sind wir richtig. Da ist ein Schleich. Zu Items muss man immer kommen. So, von hier an. Müsste es jetzt eigentlich da reingehen, ne? Ich gehe mal zu dem kleinen Baum hier. Dem einen Baum, der hier so kaputt ist. Okay, hier ist aber nichts. Eigentlich müsste es jetzt genau geradeaus runtergehen. Ja. Ja, hier. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ohne irgendwelche Hilfen. Wir haben es ohne Hilfe durch den Krogwald geschafft. Ich kann euch nicht sagen, wie ich es geschafft habe. Ich kann euch nur sagen, dass ich es geschafft habe. Tach, na? Damit hätte niemand gerechnet, wa? Ohne Probleme hierher geschafft. Kriege ich jetzt eine Belohnung oder so? Ich rede mal mit dem Dekobaum. Im Schein, als hättest du große Gefahren überwinden müssen. Doch nun ist das Masterschwert dein, wie ich sehe. Falls du mich jemals brauchen solltest, nur keine Scheu, du findest mich hier. Er sagt nichts. Wo sind der Spacken? Ah, hier. Du kommst gerade recht, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Es gibt einige Crocs, die Sorgen haben. Folge diesen Lichtern dort. Da findest du Crocs, denen etwas auf dem Herzen liegt. Ja, aber hier waren wir doch, ne? Das war doch Markus, oder? Das ist das, wo wir hin müssen, okay? Hey, du da, du kannst dort nicht weiter. Oh, du bist ein Hylianer und kein Krog. Dann gibt es auch keinen Grund, dich aufzuhalten. Eine Sache wäre da allerdings, die mir schon länger Kopfzerbrechen bereitet. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Ja. Im Wald der Krogs ist vor kurzem eine ganz ähnliche Ruine aufgetaucht, aber ohne dieses runde, grünliche Etwas. Und plötzlich, als ich mich gerade auf den Heimweg machen wollte, stürmten Horden von Monstern heraus.
Baummonster, Knochenmonster, alle möglichen Sorten. Deshalb bin ich hier, um die Crocs vor der Gefahr zu warnen. Aber du bist Juliane, du kannst gut auf dich selbst aufpassen. Sei trotzdem vorsichtig, hörst du? Die Blumen markieren übrigens den Weg und sollen verhindern, dass du dich verläufst. Also auf keinen Fall pflücken. Jetzt müssen wir doch durch den Wald der Crocs. Auf keinen Fall pflücken. Leck mich. Das sind Schleichglöckchen. Die brauche ich vielleicht noch. Oh lol, der hat eine... Der hat eine Krocklanze, ne? Ich weiß nicht, was ihr habt. Wir folgen nur 3000 Monster gerade. Lol. Ich habe noch nie einen Ivarok fotografiert. Okay. Oh, er steht natürlich schon instant auf. Immer diese Musik, ne? Ja, wir können eigentlich dieses Gamma-Elite-Klinge-Ding nutzen, ne? Oh, der ist aber groß. Bring den Kristall an jeden Ort. Bla 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 bla. Sag mal so ein. Ich würde das Steinherz gerne haben, ne? Und wir haben da hinten so eine geile. Wie soll ich das nennen? Da ist doch so eine Krocklanze, ne? Die könnten wir uns auch gönnen, vielleicht. Gibt's hier noch irgendwo ein Schleichglöckchen oder sowas? Nö. Den einen Moblin sollten wir killen dann. Ich werde den Schrein noch nicht aktivieren. Da ist er ja schon. Obwohl, der hat nur so einen Prügel. Der hat auch nur so einen Prügel. Thank you.
So, wo war der mit der Lanze? Da war der, ne? So, den da will ich. Sie hat keinen Buff, leider. Naja, schade. Ich dachte jetzt den Buff. Auf keinen Fall die Blumen sammeln, ja. Hab ich gemacht. So. Der Weg durch den Nebel. Huch. Klasse, du hast dafür gesorgt, dass ich wieder herkommen konnte. Um ehrlich zu sein, bin ich dir heimlich gefolgt. Ich hatte etwas Angst vor Monstern, aber dank dir war das letztendlich kein Problem. Du bist mir gefolgt, obwohl du wusstest, dass mir 20 Monster hinterherlaufen? Okay. Aber irgendwie sah das hier doch vorher anders aus. Wer hat denn diesen riesigen Fels weggeräumt? Seltsam. Tja. Was war das nur für ein riesiger Fels? Die haben nicht mal gewusst, dass das ein großes Monster war. Pff. Jo, der dritte Segen. So langsam reicht's aber auch mit diesen Segen. Jetzt bitte keine Waffe. Gut. Weil das wäre echt Verschwendung für das Vibrauk-Herz dann gewesen. Vor allem, ich bin ja blöd, ne? Diese zwei Eisenholzstücke, die hatten ja Damage 28. Und ich habe jetzt hier eine Lanze mit 19. Hätte ich mir lieber den Eisenholzstock mit dem Ivarok-Herz verbunden. Ha, scheiße. Ach ja, egal. Ist egal. Naja, das war dann der Walter Cox, ne? Warte, die Markierung habe ich schon weggemacht. Sehr gut. Einmal zurück. Einmal zurück. Und in der nächsten Folge geht's endlich ab. Mit Eldin. Du hast, kommst gerade recht. Ja, ich hab die schon gemacht. Hä? Oder fehlt doch noch eine? Also ich war jetzt da unten. Das war Markus, ne? Ja. Das war Markus. So, dann war hier oben der Schrein-Goldapfel-Typ, ne? Oder? Ja, das war der Goldapfel-Typ. So, und eine Laterne hier haben wir noch nicht gemacht. Aber die führt uns nur zu diesem Stein hier wahrscheinlich. Das heißt, eigentlich sind wir fertig. Das wird mir nicht richtig angezeigt. Hm. Hm. Hier ist aber nichts weiter. Hm.
Okay, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Ah, ich muss noch ein Bild von dem Wirbel im Wasser machen, stimmt. Ja, komm, das können wir eigentlich direkt machen, ne? Der war doch hier bei dieser Brücke, oder? Können wir doch einfach zu dem Turm. Ich meine, der war bei dieser Brücke. Ich glaube, wir haben das auch schon gemacht, ne? Ach, und wir müssen uns noch das Herz holen. Das Nummer 20. Herz. Kann ich das von hier fotografieren vielleicht? Ne. Nicht von hier. Bin ich irgendwie auf dem falschen Berg gespawnt? Das sieht irgendwie alles komisch aus hier. Aber von hier sehe ich den Wirbel tatsächlich. Hab ein Foto gemacht. Dann müsste das jetzt auch die letzte Quest gewesen sein hier. Eigentlich würde ich gerne mal echt so Quests noch ein bisschen durchballern. Ich will nicht schon wieder was anderes machen, als ich eigentlich gesagt habe. Und wir müssen halt echt jetzt mal so langsam einen neuen Tempel machen. Hier. Wie, du hast ihn? Na sowas, das also dieser Wirbel im Wasser, der mein Freund erwähnt hat. Ziemlich beeindruckend, da wird einem ja ganz schwindelig, wenn man das Bild nur anguckt. Vielen Dank, werter Held. Also hat mein Freund die Wahrheit gesagt. Den großen Wirbel gibt es tatsächlich. Aber mein Freund hat mir noch was viel Seltsameres erzählt. Angeblich gibt es auch einen großen Wirbel im Sand. Wirbelnder Sand, das ist doch Mumpitz. Du blödes Scheiß-Typen-Kack-Ding, ey. Och Mann. Ramnas Schatz. Ein neues Reckengewand, ja. Ah, stimmt, das können wir auch noch machen. Komm, dann machen wir das noch. Hier dieses Schleimding. Hateno, ne? Da. San Mika. San Mika. Jo. Wo ist mein Schleimboy? Ist irgendwo eine Schatzkiste? Ach ja, die Brunnen. Ja, ja. Wir waren ja noch nicht im Brunnen. Die Farben sehen so geil aus. Ja, yeah, guck mal. Oh, das ist definitiv Schleim. Mit diesem Anschauungsmaterial sprudelt meine Inspiration gleich über. Ich werde mich sofort an die Herstellung des Stoffes machen. Was, jetzt einen neuen Siegel? Dingsbums? Es ist vollbracht. Ach, dem habe ich so eine komische Stimme gegeben, ne? Aber egal. Dank dir konnte ich ein wunderbares Stück Stoff herstellen. Hier, nimm das als Dank für deine Hilfe. Schleimstoff. Hey! Wie ich mir schon dachte, ist es mir mit Anschauungsmaterial gleich viel leichter. Es sprudelt uns auch rüber von Ideen. Hier sind ein paar Motive, die ich gerne als Vorlage nutzen würde. Ach du Scheiße. Wenn du Material findest, das als Referenz dafür dienen könnte, zeig es mir doch bitte.
Wenn mir die Herstellung mit deiner Hilfe gelingt, bekommst du als Dankeschön natürlich den Stoff geschenkt. Ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit. Ach, du Scheiße. Ist das jetzt eine ganze Episode, dass wir dem die Fotos machen lassen? Parasegel. Hey. Neues Referenzmaterial, ja, haben wir. Oh, das ist definitiv ein Griok. Oh, Griok, König? Oh ja, da sprudelt meine Inspiration gleich über. Ich werde mich sofort an die Herstellung machen. Ja, und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.